Liebe Zuschauer, ein spontaner Wettstreit unter Schriftstellerfreunden regte Heinrich von Kleist 1802 zu seinem Lustspiel Der zerbrochene Krug an. Das Stück entwickelte sich in der Gunst des Publikums zum deutschen Lustspiel schlechthin. Aber die Geschichte vom dummschlauen Dorfrichter Adam hat einen bitteren Kern. Das Spiel von Amtsmissbrauch und Nötigung ist zeitlos und immer aktuell. Und gerade diesen Aspekt hat der Regisseur Thomas Langhoff in seiner Inszenierung am Deutschen Theater Berlin besonders herausgearbeitet.